Osterraterinnen und Osterrater haben ab sofort wieder die Möglichkeit, die Zukunft ihres Stadtteils mitzugestalten. Denn die zweite Runde der Online-Beteiligung zum sogenannten Integrierten Handlungskonzept für Osterrad, kurz IHKO, ist gestartet. Mit dem IHKO soll eine Gesamtstrategie zur künftigen Entwicklung des Stadtteils auf den Weg gebracht werden. Ich freue mich sehr, dass diese erste Online-Beteiligung auf eine derart große Resonanz gestoßen ist und möchte mich bei allen, die sich hieran beteiligt haben, sehr herzlich bedanken. Auch jetzt haben Sie wieder die Gelegenheit, sich aktiv einzubringen. Ihre persönliche Meinung und Ihre Eindrücke müssen in die endgültige Ausformulierung der Projektideen einfließen. Ich freue mich sehr auf Ihr Feedback. Nehmen Sie sich die Zeit, denn nur gemeinsam können wir daran arbeiten, dass wir unsere Heimat Osterrad weiterhin gerne haben und gut in ihr leben können. Aus den zahlreichen Vorschlägen der ersten Online-Beteiligung hat der Bereich Stadtplanung der Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Planungsbüro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen insgesamt 20 Projekte erarbeitet. Unter anderem geht es um die Stärkung des historischen Ortszentrums, die Neugestaltung des Osterrater Rathausparks, um neue Ideen für die Grünflächen an der Insterburger Straße, bessere Mobilitätskonzepte sowie um neue Grünflächen und generationenübergreifende Treffpunkte. Auf der Internetseite www.osterrad-onlinebeteiligung.de werden die Projekte einzeln vorgestellt. Per E-Mail können zudem persönliche Anregungen abgegeben werden. Möglich ist die Online-Beteiligung bis zum 30. April.